Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wizardry Teil 6. Ich habe jetzt die Tür gefunden, oder das letzte Gitter eher gesagt, wo ich den Zellenschlüssel noch benutzen konnte, damit der verschwindet. Da, Gefängnisschlüssel. Die muss ich irgendwie übersehen haben hier. Also hier in dem Zellentrakt sind wir drin. Da hat hier so ein paar Kammern geöffnet und diese hatte ich vergessen. Die Knochenüberreste eines Menschen lehnen an der Verlieswand. Seit seinem Tod scheint niemand die Gebeine bewegt zu haben. Da gucken wir doch mal, was der da hat. Nix drin, total nutzlos, aber wir haben den Schlüssel nicht mehr. Und das ist ja die Hauptsache gewesen, dass der aus der Tasche verschwindet. So. Was können wir denn da noch reinlegen? Hier die Kupferschlüssel. Mit dem Magierring können wir noch unten die andere Zellentür öffnen. Der hat ja hier gehaust in dem Schloss. Das war zwar die Mine war zwar seine Mine, aber er hat ja auch hier in dem Schloss gearbeitet. Er war ja Partner vom König. Benutzen Dorn. Meine Magierin hat ihn nämlich an. Bau des Zauberers. Vorsicht, Katze. Ja, jetzt geht's los. Erstmal wieder vollresten. Denn das wird wieder mal ein kleiner Bosskampf gegen ein Miezekätzchen. Ja, wenn man es noch Katze nennen kann, ist schon eher eine Art Panther oder Tiger. Wie viel haben wir denn? 35, ja, für den Kampf sollte das reichen. Dann sollten wir uns auf jeden Fall Feuerschutz reintun. Jetzt haben wir zwar keine Punkte mehr da drin. Ich hoffe, dass das klappt. Innenstill, bis ein Höllenkater auftaucht. Eine Dämonenkatze. Yeah, krasses Vieh. So, Attacke. Ja, Feuer wird so wohl ziemlich resistent sein, deswegen hauen wir ihm mal eine Frostbeule entgegen. Du trainierst dein Verstecken. Blitz, schauen wir mal, ob das was bringt. Eisball. Obwohl, nee, wir machen, glaube ich, Klingen bei ihr. Genau. Bisschen Schaden mit Klingen machen. Hier genau dasselbe. Oh. Ich dachte schon besiegt, aber der seppt sich einfach nur weg. Machen wir auch nochmal hier Magiegeschoss drauf, dass sich das was steigert. Säurespritzer. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier mehrere Truhen, die wir öffnen können. Fangen wir mal hier vorne an. Schauen aber gerade mal, dass wir auch ja das Talent höher machen. Gaunerei 50.
sichern. Öffnen, inspizieren. E und E drin, okay. Okay, da ist noch ein E. Das sind zwei. Das ist nicht gut, das sind viel zu viele. Den machen wir neu. C nicht drin, aber ein B. Das ist schon besser. Kein B drin. 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 Da ist ein B drin. Und kein C. Das kann sein. Ja, Feuerbombe oder Energieabzug. Falle ist getriggert. Not so good. Konntest sie nicht entschärfen. Entschärft, sehr gut. Ja, ein paar Zauber, die wir verkaufen können, weil die gut Geld geben. So, ansehen. Chojin. Ja, ist nicht hochgegangen. Murks, neuladen. Feuerbombe. Wurde entschärft. Klicken wir das mal durch. Ich will euch natürlich so ein alternatives Ende zeigen und dann ist das wichtig, dass die hochgehen, die Werte. Da brauche ich nämlich ein sehr hohes Schlösserknacken. Da hilft der Knock-Knock-Zauber nicht aus. Wollen Sie mich ärgern? Na gut. Einundfünfzig, sehr gut. Kein S und kein V drin. Das könnte was werden. Da ist ein S drin, da ist ein S drin, da ist ein V drin, da ist ein S drin. Da ist ein S drin. Das könnte sein. Da ist ein S drin, S drin. Okay, wir haben Feuerbombe oder Energieabzug. Getriggert. Das war die falsche. Getriggert. What the fuck? Kein S und kein V. Wieso zur Hölle? Kann doch nicht sein. Hab ich was übersehen? Da ist ein S drin. S drin, V drin. S drin. S drin. Vielleicht zählt das Strahl nicht dazu. Nö. Ja, also manche Fallen sind irgendwie verbuggt. Warum auch immer. Dann testen wir mal durch, welches das Richtige ist. Angstwolke war das Richtige. Da ist ein S drin. Totaler Humbug. Krankheit heilen. Cherry Bomb. Und Stink Bomb. Ja, und natürlich nicht hochgegangen. Also, was hatte ich gesagt? Angstwolke war es, ne? Auferstehungstrank. Zweiundfünfzig, sehr gut. Oh, eine Zufallsbegegnung, ein paar Ranken. Ja, soll uns egal sein. Legen. Lass noch mal ein bisschen schlafen legen. Du versteckst dich.
Eisball noch drauf. Schutzklingen, Schlafsegen. Ja, genau, wir müssen den Feuerball trainieren. So, öffnen. Inspizieren. F und D ist nicht drin, aber ein G. Da ist ein G drin. F und D ist nicht drin. Das könnte sogar schon sein. Sollen wir einfach mal auf gut Glück versuchen? Na, hätte ich mal besser weitergeguckt. Da fehlt auch F und D. Da fehlt... nee, da ist ein F drin. Kein G. Kein G. Da ist ein G. F und D fehlt hier auch. Boah, das sind aber viele Möglichkeiten. Testen wir das mal. Ja, das ist die richtige. Turmschlüssel, der war ganz wichtig. Da kam ich eben nicht weiter. Zauberernotiz, auch ganz wichtig. So, Turmschlüssel kriegst du. Schauen wir noch, ob das auf 53 hochgegangen ist. Nö, natürlich nicht. Jo, dann... war das nächste nochmal gewesen? Nee, verdammt. F und G. Nee, F und D darf nicht drin sein, ne? Aber ein G muss drin sein. Energieabzug. War doch Energieabzug, oder? Mist. Also. Entschärfen. Energieabzug. Super. So, speichern. Öffnen. Inspizieren. Ein A ist drin und kein A ist drin. Das ist seltsam. Heißt das zwei A's nicht drin, oder wie? Neu inspizieren. Geht nicht. Kein A und ein A drin? Seltsam. Seltsam. Ja, total seltsam. Machen wir ein anderes. Ah, okay. Kein G drin und ein S und R aber. Da ist ein G drin. S drin, aber kein R. G drin. Kein G drin. S drin und R drin. Aber es ist ein G drin, Mist. S und R drin, das könnte sein und es fehlt ein G. Getriggert. Okay, das ist nicht S drin, G. G drin. Ah, seltsam, das müsste es aber eigentlich sein. Verstehe ich nicht. Verstehe ich wieder mal nicht. Überall G drin. Das soll einer verstehen. Durchtesten wieder. Ich glaube, das hat damit zu tun, wie die Übersetzung vom Spiel ist, vom Deutschen ins Englische. Dadurch kommen irgendwie entstehen dadurch Bugs, glaube ich.
Geisterhand. Da ist ein G drin. Es darf kein G drin sein, oder bin ich jetzt dämlich? Also, total seltsam, wie gesagt. Na, hat auch nichts gebracht. Okay, Geisterhand ist es. Super. Ja, 4 Leveln das Schlösserknacken hochgebracht. Das ist doch nicht schlecht. Ansehen. Nahema. Ein paar Sachen in die Tasche tun. Hinzufügen. Und zwar Illusion. Entfernen. Mantrabuch. Exit. Benutze Mantrabuch. Der Spruch wurde in dein Zauberbuch eingetragen. Gut. Ablegen. Lederrock. Nimmt mir nur Platz weg. Hinzufügen. Das. Entfernen. Zauberernotiz. Entfernen. Blendblitz kann ich alles, glaube ich, noch nicht machen. Geheimes Entdecken tun wir wegmachen. Das kann ich nämlich vielleicht der Dorn geben. Exit. Benutze Zauberernotiz. Du schlägst des Zauberers Buch auf und könnt manche Abschnitte lesen. Sternenmonat, 17. Tag. Endlich hatte ich Erfolg mit meinen Reanimationsexperimenten. Das arme Opfer war die Frau, die den Pastor begleitet hatte. Hurenmutter des Dämonenkindes. Obwohl sie fast 3 Tage tot gewesen war, atmete, lief und sah sie wieder. Schade, dass man ihren Geist und ihre Seele nicht auch retten konnte. So ist sie nur eine leere Hülle. Ich habe sie in einen der Schlosstürme eingesperrt, bis ich eine bessere Art der Entledigung gefunden habe. Die Ergebnisse ermutigen mich, beim nächsten Subjekt fortzufahren. Sternenmonat, 23. Tag. Mein neuestes Subjekt, der frisch geköpfte, verrückte Pfarrer, war in ein Geniestreich der Körpertrennung. Im Moment, da die Axt ihn traf, rief ich einen Zauber, der seinen Geist an diese Welt band. Kranker Zauberer. Seele und Geist sind gefangen. Der Beweis, dass ich recht habe. Bald beherrsche ich Tod und Leben und werde Unsterblichkeit erlangen. Im Moment reicht es, die Seele des Verblichenen mit einer Geistfessel in anderen Toren einzuschließen. Den Schlüssel werde ich hier behalten, damit kein ahnungsloser Trottel das Gespenst versehentlich freilässt. Mondmonat, 4. Tag. Endlich haben wir das Geheimportal entdeckt, das uns bald die kosmische Schmiede bescheren wird. Ich muss den Flug heute Nacht vorbereiten. Mondmonat, 13. Tag. Wir haben die Feder gestohlen. Mondmonat, 15. Tag. Ich fürchte, mein umtriebiger Lehrling Mr. Fafas, den haben wir ja getroffen, die Schlange, die da in der Mine ist, ist spurlos verschwunden. Alle Versuche, ihn mit Magie zu finden, sind gescheitert. Ich wurde bloß immer wieder zum Bau einer übergewichtigen Schlange geführt, die ihn wohl mittlerweile verspeist haben muss. Ja. Mondmonat, 16. Tag. Jetzt weiß ich, was ich mit dem Stift schreiben werde, um dem schrecklichen Fluch zu entgehen, der schon des Königs Leben kostete. Heute Nacht schreibe ich Schicksal. Das war die letzte Eintragung. Die restlichen Seiten sind leer. Interesting. So, dann geben wir mal der Dawn das Geheimnis-Entdecken-Buch. Schauen wir mal kurz bei der vorbei. Oh, Heiligkeitenang, das haben wir noch gar nicht genutzt. Ausrüsten.
Ja, Heiligkeitenank macht minus 1, das ist nicht schlecht. Das ist eigentlich nicht schlecht. Brechen wir mal kurz ab. Nein, nicht benutzen. Ausrüsten. Zaubererring. Zauberer hat. Robe, Robe, Sandal. Und geben Nahema das Heiligkeitsank. Felsbrocken, den ganzen Mist brauche ich eigentlich auch nicht. Ja, Charme brauche ich eigentlich auch nicht, aber sie könnte ihn ja mal lernen, dann hat sie ihn wenigstens drin. Benutze Charme. Kannst ihn gar nicht benutzen, den Zauberspruch. Okay. Priester kann ihn benutzen. Und ich bin kein Priester mehr. Okay, das ist natürlich blöd. Aber sie wird gleich zur Walküre und dann kann sie ihn lernen. Genau so werde ich es machen. Und Geheimnis entdecken Buch kann der Mage lernen. Gut, dann benutzen wir das doch mal. Wurde ins Zauberbuch eingetragen. Hervorragend. So, schauen wir noch mal kurz bei Nahema vorbei. Ausrüsten. Heiligkeitenank. Knochenkappe. Nein, nicht benutzen. Prüfen. Ölmantel. Das Samurai leider nicht tragen. Dann geben wir den mal Chojin. Hat einen Heiligkeitenanker an? Nein. So. Ach, Mist. Geben Chojin 0. Nichts. Bin ich denn doof? Chojin 0 und Ölmantel. Genau, nichts jetzt. Ansehen, Chojin. Hat das Feuerank drin. Das Feuerank macht, glaube ich, nur Schutz gegen Feuer. Was heißt nur? Das ist ja eigentlich nicht schlecht. Tauschen wir aber aus. Gegen den Ölmantel. So, und geben das den Sam. Das Feuerank. So, hat ein bisschen mehr Schutz hat. Ah, das Jugendank drin. Okay. Dann geben wir das Feuerank Skaide. 0. Ansehen, Skaide. Ausrüsten. Sai. Nochmal Sai. Ninjakote. Okay. Ah! Mein Fehler. Hinzufügen. Schattenmantel kann sowieso verkauft werden. Hinzufügen. Ninjato kann auch verkauft werden. Entfernen. Feuerank. Hinzufügen. Auferstehung. Exit. So, nochmal ausrüsten. Speichern und dann begeben wir uns mal wieder in die obere Etage.
werden den Turm mal aufsuchen, wo das, ja, das erste Experiment von dem Zauberer, nenne ich das mal, noch verweilt. Er hat das ja eingesperrt oben in das Turmzimmer. Benutzen wir den neuen Schlüssel. Turmschlüssel. Sehr gut. Würde sagen, wir machen hier mal einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Jojin.